Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir sind uns ein Challenge Projekt mit meiner Sehenswürdigkeit. Und mit einem Glaserion und mit dem Koba. Jo! Chrissy muss leider kurzzeitig gehen, deswegen. Ah ja, wahrscheinlich. Er lässt mich auf aus. Servus, Leute. Alter, du bist ja wieder da. Ich dachte, du wolltest zum Arzt gehen. Ich schicke dich gleich zum Arzt, Herr Kollege. Du wolltest doch die Pille heute nehmen. Kleine Späßle am Rand, nee. Ich werde dir auch gleich Späßle geben. Warten Sie nur. Was denn? Merke ich mal. Glaslos, ich glaube, es hackt. Nee. Das ist cool. Alles regelkonform. Übrigens, Chrissy, du hältst keine 2 Meter Abstand von deinen Kühen. Du hast sie zuletzt angerotzt, das habe ich gesehen. Was ist denn jetzt 2 Meter Abstand, hä? Ja, Corona? Ich weiß zwar nicht, was bei dir so für eine Regeln sind, aber bei uns gibt es keine 2 Meter mehr Abstand. Du machst das jetzt, ansonsten hau ich dir keinen über den Dötz. Ich hau dir auch gleich was über den Dötz. Ich werde mir gleich deinen Hof kaufen. Mach das. Weiß nicht, wie du den kaufen willst, wenn der in meinem Besitz ist, aber kannst du ja versuchen. Indem ich in deinen Hof in dein Konto gehe, deinen Verkauf und dann das Geld zu mir überschreibe und dann es wieder kauf. Ich wusste, dass du die Passwörter und alles von meinem Konto hast. Dann muss ich jetzt mal die Bank anrufen. So, Herr Kollege, schauen Sie mal auf Ihr Bankkonto. Herr Kollege, gucken Sie mal auf Ihr Bankkonto. Gehen Sie aus meinem Obst, das Schalatz, Alter. Tu mir, so ich dir. So, warum wickeln Sie das eigentlich in rosafarbene Folie? Weil ich damit krebskranke Kinder unterstütze. Alles klar. Weil es eine schöne Farbe ist. Erzähl uns jetzt noch eine Abschiedsstory. Übrigens, heute ist ja wieder Freitag, also Livestream 19 Uhr. Und ja. Mhm. Der Herr Kollege wird jetzt kurz eine Story erzählen. Die Story ist, dass du süßlich was hast. Ende. Danke fürs Nicht-Unterhalten. Ja? Ja, merke ich mir dann. Erzähl uns doch eine 10-Minuten-Story, dann hat sich's. Nö. Die erzählst du. Ich hab keine Story. Du erzählst eine Story, ansonsten schallert's, Alter. Ich hab nichts mehr zu tun, Alter. Wie du. Das Wort nichts. Weißt du, was du machen kannst? Unter deinem Hof kannst du schwaden. Da liegt nämlich noch Gras gemähtes. Da hab ich dir sogar noch ein paar geholfen, Alter. Du bist so ein An-30er. Hättest du das nicht sollen mit Sparta-Blogamin, Herr Kollege? Bist du steif oder was? Alter, ich mähe gar nichts für dich. Gar nichts für dich gemäht, Junge. Ich bin einfach zu mir, lass uns mich noch. Jetzt. Schwan und fettig, Alter. Ich sehe in der Zeitung an, Alter.
Für sie. Hm. Ich habe gehört, sie haben einen Mopedschein. Ich hab gar keinen Mopedschein. Ich habe gehört, sie fahren Roller. So viele. Ich fahr keinen Roller. Das war ein Witz, was du was anderes erzählt. Wer? Nix. Wer hat jetzt was erzählt? Alles gut. Ich weiß zwar nicht, was dir die eine Person erzählt hat, aber das stimmt. Ich hab ein Moped zur Schule, hat sie anwendend gesagt. Na, vor allem nicht, ich hab nicht einmal einen Schein. Also. Und trägst einen geilen pinken Helm. Wahrscheinlich. Gib mir ein Horn drauf. Ich glaube. Oh Mann. Als ob du es geglaubt hättest, Alter. Das hab ich mir keine ausgedacht. Geile Story, oder? Ich kann mir so richtig gut vorstellen, du als kleiner Mopedfahrer mit deinem pinken Helm. Hey, das war. Hast du ein Moped oder so irgendwas? Nee, ha? Ich hab ein Motorrad, aber noch keinen Schein, den mach ich jetzt. Dieses Zimmer. Mach ich Prüfung und damit praktisch gemacht, hab ich Führerschein. 16 wird dann Tee gemacht, Junge, dann geht's auf Alter. Jella, jella. Hallo. Ja, wie heißt ihr? Komm mir bloß nicht ein hier, ey. Du laberst immer so wenig, Alter. Wenn du laberst so. Laberst du nur Scheiße, also schau mal raus. Ah ja. Nein, ich hab mir gerade für deine Bestrafung was überlegt. Was denn? Hast du ein Fahrrad hast du wahrscheinlich? Nee, ich hab Fahrrad, nee. Ja, wenn du verlierst, musst du auch Wochen mit einem pinken Helm und einem Einhorn durch die Gegend fahren. Komm, leg mich am Arsch, Alter. Und davon ein Video auf YouTube hochladen. Okay, wenn du so eine Bestrafung machst, Alter. Dann sag ich's dir, dann kannst du dich schon mal gefasst machen, was bei dir in der Schule passiert. Das sag ich dir, wenn du verlierst. Hey, was soll denn da passieren? Dann lass ich mir nochmal ein paar Tipps geben von der gewissen Person. Ah ja, so, aha, dahin Beta dient, aha, merken. Ja. Wenn das so endet, endet's bei dir richtig, das sag ich dir, Alter. Und dann kannst du dir eine schöne GoPro oder eine Facecam kaufen, Alter, und dann wird schon gefilmt, Junge, oder mit deinem Nokia. Ich habe ein iPhone 12 Pro, du Pfosten. Ja, Alter. Auf zu flexen, Junge, ganz ehrlich. Soll ich dann noch drauf noch mal ein Video schicken? Nö. Ich will deine 180p Qualität nicht haben. Ich glaube. Das ist fertig geschwadet da unten. Gleich. Junge, 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 in der Zeit, wo du da unten schwadest, Alter, bin ich gleich fertig mit dem Ansehen, Junge, vom Feld. Was, du guckst das so oft in L22 gerade. Kannst du mir mal sagen, welches genaue Datum jetzt, wann das kommt? 22. November. Das ist ja noch ein bisschen, das sind jetzt... Drei, vier Monate sind jetzt noch. Jo, bis dahin muss ich neue Grafikkarten haben. Drei, vier Monate? Da tun mir locker 2 Monate das neue Projekt aufnehmen. Welches Projekt? Na gut, vielleicht sogar 3 Monate. Weil wir brauchen jetzt maximal noch diesen Monat hier. Bis wir dann zum maximalen Anfang von einem anderen Monat und dann haben wir es. Mhm. Was gibt es denn da für ein schönes Projekt oder wollen Sie da noch nichts haben? Ist geheim. Du kannst froh sein, du gehörst noch da. Du bist ja damit integriert, du wirst es noch früher erfahren, aber. Die Leute hier, die müssen da warten. Und das gefreut mich. Oh,
Das freut mich, das freut mich. Ich sehe gar nichts mehr. Hm? Alles gut. Alle. Was ich noch erzählen kann, ist, Alle, es gibt einen Kollegen, Junge, in V-Live, der, ja, der ist 14, 13 Jahre alt, glaube ich, Alter. Der isst, Junge, das willst du nicht erleben, Alter. Was du da essen? Der isst Meng. Junge, der isst das, was du alleine isst. Ist ja das Doppelte. Ah ja. Und nicht sogar das Dreifache. Kann man machen. Und der ist, Alter, in einer Art, Junge, da bleibt gefühlt die Hälfte vom Essen an den Backen kleben, Alter. Junge. Aber Alter, Alter, der ist, Junge, das ist nicht der Wolle zu fassen. So viel esse ich nur immer und ich esse schon gut, Junge. Das ist schon wirklich andere Hausnummer, was der macht. Ich will auch natürlich nämlich das Salz und den Finger dahin. Alter, ich rass aus, Junge, die Steuerung. Ey, mein Tastatur ist, glaube ich, im Arsch. Weil einfach das S oder das D oder sonst was einfach hängen bleibt, Alter. So, Herr Kollege. Oh, warte, ich schau mal kurz nochmal da her. Ach du Scheiße, ich kipp hier gleich um. So, Herr Kollege, was so, machen Sie jetzt gerade? Arbeiten. Oh. Wie fanden Sie? Ich fahre, wie ich fahre. Merke gut. Weg da ist das Beste überfahren. Herr, ist das nicht der Ding vom LU? Na sicher. Ich hab mir wieder angesehen. Das würde es in Rechnung stellen, wenn jetzt der LU nächste Woche da ist. Dann passt das. Ich war jetzt gerade noch meinen Satz und mein Dünger dahin, weil ich den selbst gekauft habe. Mhm, merk ich mal. Was wissen die da merken, Alter? Alle steht hier im Weg, Junge. Was ist denn jetzt von mir? Ich schmeiß das Ding gleich auf den Dach, Alter. So, meine lieben Lieben, dann war es das mit der Aufnahme-Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.